Hallo und herzlich willkommen bei einem weiteren Synology Video. In diesem Video wollen wir zeigen, wie einfach es ist, eine Diskstation zu installieren und einzurichten. Dabei wollen wir ganz von vorne anfangen und Schritt für Schritt erklären, was zu tun ist, bis man die Diskstation im Netzwerk erreichen kann. Dazu werden wir das Gerät auspacken, wir werden die Festplatten installieren, wir werden das Gerät ins Heimnetzwerk einbringen und zum guten Schluss werden wir Schritt für Schritt die Installation des Diskstation Managers erklären. Fangen wir doch direkt mit dem Unboxing an. Für unser Video werden wir die DS216J verwenden. Und zwar handelt es hierbei um ein 2-Bay-Gerät für den Heimbereich. Und beim Öffnen des Kartons finden wir direkt einen kleinen Welcome-Flyer vor, der nochmal genau die Schritte erklärt, die wir jetzt gleich durchgehen werden. Natürlich befindet sich im Karton das Hauptgerät, und zwar unsere DS216J. Neben diesem befindet sich auch Zubehör im Karton. Und darunter befinden sich einmal Schrauben, die wir benötigen, um die Festplatten zu befestigen. Ein Netzwerkkabel, welches wir nachher brauchen, um das Gerät an unseren Router anzuschließen. Sie können natürlich auch gerne eigene Kabel verwenden. Und damit wir das Gerät mit Strom versorgen können, einmal ein Kaltgerätestecker und das entsprechende Netzteil. Damit wir nun die Festplatten im Gerät verbauen können, müssen wir dieses öffnen. Und zwar haben wir auf der Rückseite zwei kleine Schrauben. Und zwar befindet sich eine hier oben, die wir mit wenigen Umdrehungen geöffnet haben. Die zweite befindet sich hier im unteren Bereich. Und das Gehäuse können wir ganz einfach mit einer kleinen Bewegung, das heißt einmal entgegengesetzt drücken, öffnen und schon sehen wir das Innenleben der Diskstation. Und zwar haben wir hier einmal die beiden SATA-Ports für die Festplatten und diese kleinen Gummientkoppler. Die dienen dazu, dass wenn die Festplatten nachher im Gehäuse sind und auch drehen und arbeiten, dass die Vibration der Festplatten durch diese Gummikoppler genommen werden und nicht die Vibration auf das Gehäuse übertragen. In unserem Beispiel werden wir 2x3 Terabyte Festplatten verbauen und werden diese auch später so konfigurieren, dass sie eine Ausfallsicherheit bieten. Das heißt, dass eine Festplatte ausfallen kann und wir dennoch weiterarbeiten können. Bei der Installation bitte darauf achten, dass man genau die SATA-Schnittstellen auch entsprechend in das Gehäuse schiebt. Andersrum würde es natürlich nicht funktionieren. Das Gleiche machen wir auch mit der zweiten Festplatte. Im Grunde genommen wäre das Gerät jetzt einsatzbereit, aber aus Sicherheitsgründen werden wir jetzt noch die Festplattenschrauben verwenden. Wir nehmen uns also einfach wieder unseren Schraubenzieher und schrauben die Festplatten fest. Für unser Beispiel werde ich jetzt ganz einfach nur pro HDD 2 Schrauben verwenden. Ich würde Ihnen aber tatsächlich empfehlen, alle 4 Schrauben zu verwenden, denn man weiß ja nie, ob man das Gerät vielleicht mal versetzt oder mal vielleicht doch in die Hand nimmt oder vielleicht, wenn jemand ganz leicht dagegen kommt, dass die Festplatten sich nicht lösen und entsprechend aus diesen SATA-Ports herausrutschen. Echt jetzt? So, da hat der Gummikoppler einen kleinen Strich durch die Rechnung gemacht. Damit sind wir auch mit der Festplatteninstallation durch. Das heißt, wir nehmen uns wieder das Gegenstück und schieben das Gerät wieder zusammen, damit wir auch den Ursprung wiederherstellen. Werden wir das Gerät wieder verschließen. Diese Schraube und die zweite Schraube im unteren Bereich.
So. Damit haben wir die Hardware-Installation komplett abgeschlossen. Was nun folgt, ist, dass wir das Gerät einfach in unser Heimnetzwerk bringen. Bedeutet, dass wir das Gerät einfach an unseren Router anschließen. Dazu nehme ich jetzt das beiliegende Netzwerkkabel und schließe dieses ganz einfach in die davor gesehene LAN-Buchse ein. Das Gegenstück kommt selbstverständlich in den Router oder Switch, je nachdem, wie Ihr Heimnetzwerk aussieht. Als Beispiel habe ich hier unseren Synology-Router und werde dann entsprechend das Gegenstück anschließen. Das heißt, alles, was wir in unserem Heimnetzwerk jetzt verbunden haben, das heißt, es kann ein PC sein, es könnte ein Fernseher sein, alle Geräte, die per WLAN mit dem ganzen Netzwerk verbunden sind, also meine Mobiltelefone, Tablets oder ein Laptop, sind nun in der Lage, auf die Diskstation zurückzugreifen. Natürlich muss das Gerät noch entsprechend mit dem Strom verbunden werden und dazu. Dazu verbinden wir natürlich einfach den Stromstecker mit der Buchse und schließen das Gegenstück einmal im Strom an. Was nun zu tun ist, ist einfach vorne den Power-Button zu aktivieren und alles Weitere geschieht dann bei der Installation des Diskstation Managers am PC. Und das schauen wir uns jetzt einfach in unserer Live-Demo an. Nachdem die Diskstation eingeschaltet und hochgefahren ist, benötigen wir nur einen Internetbrowser, um die DSM-Installation vorzunehmen. Dazu können wir jeden handelsüblichen Internet Explorer, Edge, Chrome, Firefox oder natürlich auch den Safari benutzen. Dazu geben wir einfach find.synology.com in der Adressleiste ein und der Internetbrowser wird die Diskstation in unserem Netzwerk finden. Wichtig dabei ist jedoch, dass der Computer mit dem Internet verbunden ist, damit die Diskstation entsprechend gefunden wird. Diejenigen, die keinen direkten Internetzugriff haben, können auf unserer Webseite den Synology-Assistenten herunterladen und installieren. Der Assistent wird alle im Netzwerk befindlichen Synology-Geräte finden und uns auch auf diesem Weg die Installation ermöglichen. Wir gehen jedoch weiter mit der Web-Variante und klicken einfach auf Verbinden. Im folgenden Fenster sehen wir die Diskstation und können mit dem Punkt Einrichten die DSM-Installation vornehmen. Hier gibt es zwei Varianten. Die einfache ist einfach auf Jetzt installieren klicken. Das bedeutet, das System wird den Diskstation Manager automatisch herunterladen und installieren. Alternativ kann man jedoch auch eine manuelle Installation vornehmen. Wir werden aber in unserem Verfahren einfach die automatische Version verwenden. Wir klicken also auf Jetzt installieren. Das System weist direkt darauf hin, dass sich die Festplatten, die im System befinden, gelöscht werden. Das bedeutet, wenn man keine neuen Festplatten verwendet, sondern vielleicht von einem anderen NAS-Hersteller oder von einem PC Festplatten verwendet, wo sich bereits Daten auf den Festplatten befindet, dass diese gelöscht werden. Wir bestätigen also, dass wir verstanden haben, dass die Daten auf den Festplatten, die wir soeben verbaut haben, gelöscht werden. Das System geht nun hin, lädt den Diskstation Manager herunter und installiert diesen auch entsprechend auf dem System. Das Ganze dauert ein paar Minuten. Das System wird währenddessen auch einmal neu starten.
Damit wir dies nun aber überspringen können, werden wir direkt beim nächsten Punkt weitermachen. Im nun erscheinenden Fenster geht es darum, der Diskstation einen Namen zu geben, unter diesem wir die Diskstation später in unserem Netzwerk finden werden. Hierzu vergeben wir ganz einfach den Namen Diskstation. Ebenfalls legen wir einen Administrator an. Hier können Sie ganz klassisch den Admin wählen oder natürlich auch einen frei beliebig gewählten Usernamen. Ebenfalls legen wir noch ein Passwort fest, welches wir bestätigen. Der folgende Haken ist dafür da, dass wir den Netzwerkstandort freigeben, damit wir auch weiterhin find.synology.com nutzen können. Wir bestätigen nun einfach mit weiter. Wir bekommen die Bestätigung, dass wir den Admin erfolgreich angelegt haben und können auch dies einfach mit weiter bestätigen. Im folgenden Fenster können wir festlegen, wie wir unsere Diskstation aktualisieren wollen. Wir können festlegen, dass die Diskstation zu bestimmten Tagen, zu bestimmten Uhrzeiten automatisch die aktuellen Versionen herunterlädt und auch installiert. Wenn wir dies nicht möchten, können wir die wichtigsten Aktualisierungen auch automatisch herunterladen lassen und entsprechend manuell installieren. Ebenfalls können wir hier mit dem Haken bestätigen, dass das System zu bestimmten Uhrzeiten die Festplatten testet, damit wir als Nutzer immer einen aktuellen Zustandsstatus unserer Festplatten erhalten, um zu prüfen, ob die Festplatten Fehler aufweisen, um entsprechend in naher Zukunft ausgetauscht werden müssen. Wir können also hier auch einfach wieder mit weiter bestätigen. Als nächstes bietet uns die Installation an, die Diskstation einfach über unseren Quick Connect-Dienst von außerhalb zu erreichen. Das bedeutet, jeder, der seine Diskstation von außen erreichen will, kann hier in diesem Schritt die Quick Connect entsprechend einrichten, um später mit mobilen Endgeräten oder von anderen PCs, die sich nicht in unserem Netzwerk befinden, auf die Diskstation zuzugreifen. Diesen Schritt müssen wir nicht zwingend jetzt erledigen, wir können dies auch später machen. Wir werden aber der Einfachheit halber hier eine Quick Connect Adresse anlegen. Dazu geben wir unsere E-Mail Adresse an. Wir geben ein Passwort und zwar mit dieser E-Mail Adresse und mit diesem Passwort können wir uns später jeweils bei den Synology Accounts anmelden, um unsere Quick Connect oder DynDNS Adressen zu verwalten. Wir vergeben natürlich auch eine Quick Connect Adresse, wie wir sie möchten. In unserem Fall vergebe ich einfach die synology-tutorial.de Adresse und bestätige mit weiter. Wir bekommen noch die Bestätigung, dass wir ab sofort unsere Diskstation unter der Adresse quickconnect.to/synologytutorial.de erreichen können. Bitte achten Sie darauf, Ihren Posteingang zu überprüfen, um entsprechend die Quick Connect zu bestätigen. Wir gehen hier auch mit dem Menüpunkt weiter ins nächste Feld. Der sich nun öffnende Menüpunkt bietet uns an, die gängigsten Pakete, das heißt die Pakete, die von Synology-Nutzern am meisten verwendet werden, automatisch zu installieren. Natürlich haben wir auch die Option, Pakete, die wir später nicht nutzen, auch einfach wieder zu deinstallieren. Ebenfalls wird das System, sofern wir hier auf Installieren klicken, das Synology Hybrid RAID auf dem System installieren. Das bedeutet, die beiden Festplatten werden zusammen im Synology Hybrid RAID laufen, kurz SHR,
Und dieses SAR bietet uns später den Ausfallschutz einer Festplatte. Wir bestätigen also hier einfach mit Installieren. Wir bestätigen ebenfalls, dass wir die Nutzungsbedingungen des Synology Paketcenters verstanden und auch akzeptieren und fahren fort mit OK. Nachdem das System alle Pakete erfolgreich installiert hat, bekommen wir eine Bestätigung und können hier einfach mit OK fortfahren. Als letzten Schritt haben wir noch die Option, unsere Zustimmung zu geben, dass unsere DiskStation anonyme Statistiken an Synology sendet. Wenn wir dies nicht möchten, können wir diesen Haken einfach rausnehmen. Ansonsten bestätigen wir hier einfach mit Los. Wir befinden uns nun direkt im DiskStation Manager, das heißt der Oberfläche unseres Synology NAS, und bekommen auch direkt ein paar Tipps zur Seite gestellt. Im Hauptmenü sehen wir immer eine Übersicht der installierten Pakete, sowie auch die Systemsteuerung oder den Speichermanager. Im Paketzentrum können wir ganz einfach Schritt für Schritt die von uns gewünschte zusätzliche Software installieren. Die Systemsteuerung ist dafür da, alle systemrelevanten Einstellungen vorzunehmen. Darunter zählen auch Benutzer als auch Ordner. Als nächstes öffnet sich die DSM-Hilfe. Wir können auch hier bestätigen, dass wir nicht bei jeder Anmeldung die DSM-Hilfe sehen wollen. Die Hilfe führt uns aber natürlich durch bestimmte Szenarien und bietet uns auch an, direkt Anleitungen und die häufigst gestellten Fragen anzuschauen. Ebenfalls können wir direkt zu Videoanleitungen springen oder wir können einfach stichpunktartig die Hilfe durchsuchen, wenn wir Hilfe zu bestimmten Themen benötigen. Auf der rechten Seite sehen wir ein kleines Widget, welches uns Informationen über unsere DiskStation gibt. Wir sehen zum einen den Zustand vom NAS, wir sehen die aktuelle IP-Adresse, aber auch die entsprechende Laufzeit. Zudem haben wir einen Ressourcenmonitor, der uns anzeigt, wie stark unsere CPU ausgelastet ist, wie stark der RAM in Anspruch genommen wird und wie viel Traffic wir aktuell auf unserem Netzwerk haben. Zum Schluss möchte ich Ihnen noch zeigen, wie Sie sehen können, wie Ihre Festplatten in Ihrer DiskStation zusammenarbeiten. Dazu wählen wir einfach das Hauptmenü, wählen den Speichermanager und können hier im Punkt Volume schauen, was wir gerade eingestellt haben. Das System läuft aktuell mit dem Synology Hybrid RAID und bietet uns den Datenschutz von einer Festplatte. Das heißt also, sollte einer der beiden Festplatten ausfallen, wird das Gerät trotzdem ohne Datenverluste weiterarbeiten. Es wird sich natürlich entsprechend durch Signaltöne melden, sodass der Nutzer Bescheid weiß und die defekte Festplatte durch eine neue ersetzen kann, um das System wieder in seinen ursprünglichen Zustand zurückzuversetzen. Das war unser Video zur einfachen Grundinstallation und Einrichtung des DiskStation Managers. Weitere Funktionen und Pakete erklären wir in unseren anderen Videos.